komme! Was geht ab? Herzlich willkommen in Stuttgart, wir sind wieder da. Oh, das ist die schöne Großstadtluft, die ich hier rieche. Ach ja. Aber wir sind hier in so einer wunderschönen Parkanlage. Da fühle ich mich direkt zu Hause. Wir gehen heute nochmal eine Runde Magnetfischen. Oh yes, oh yes. Und kein geringerer als Henke ist dabei. Der wartet schon auf uns an so einem kleinen netten Teich da hinten. Ah, wen haben wir denn da? Guckt euch den an. Ah, hallo! What's up? Wie geht's dir, mein kleiner Rasse? Du bist ja voll groß geworden. Hast du Bock? Ich hab Bock. Hol das nächste Brückenteil aus dem Neckar raus, oder? Ich hab mir auf dem Weg hierhin was überlegt. Oh Gott. Denn ich dachte mir, was ist, wenn wir unseren Magneten, den ich jetzt mit habe, den wir beim letzten Mal gerettet haben, verlieren? Und ich dachte mir, ich habe mir als Ziel gesetzt heute, meinen alten Magneten zu retten. Ich möchte in den Fluss. Heute kriegen wir den Polizeieinsatz. Ich sehe da gerade richtig Potenzial. Ne? Auf der Brücke? Unter der Brücke. Oh, aber die sieht stark aus, die Brücke. Ne? Ich hab was Modernes, ne? Ich habe auch ein bisschen Angst vor der weißt Brücke, du, muss ich sagen. Die nennen? Die Tesla-Brücke. Wenn der Cybertruck eine Brücke wäre? Der Cybertruck als Brücke. Das wäre sie. Das wäre sie? Ja. Ich habe ja heute tatsächlich auch eine... Nee, ich sag nichts. Ich erzähl später. Was denn? Nix. Ich habe eine kleine Überraschung mit dabei. Mhm. Aber ich möchte da nicht verraten. Oh, guck mal hier. Honigbienenhaus. Machst wie du ist auf? Das, haben Bienen Sex? Weiß der Geil, woher die Frage auf einmal kommt. Ich habe auf jeden Fall nicht mit gerechnet. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob die am Bims. Irgendwas muss da ja passieren quasi. Sein. Ja, Mu, jetzt brauchen wir den Biologen im Chat. Alter, das Band ist immer noch da. Das Band ist noch da. Das ist echt stark. Brückenteil ist noch da, da hinten, da sieht es. Und unser Seil ist auch noch da. Ey! Ich weiß nicht. Ich glaube, hier kamen andere vorbei und versucht das rauszuziehen. Oh, ich hab. Weißt du was? Oh shit. Man kommt hier auf der Seite gar nicht mehr hoch, ne? Da vorne nur, oder? Ich guck mal kurz. Ey, aber Ronny, I don't wanna be that guy, das ist schweinegefährlich. Digga, ich hab echt keinen Bock, dass hier irgendwie Kacke passiert, weißt du? Ja, wenn du hier nicht hochkommst, wenn es zu kalt ist. Ich weiß nicht, ob du das so einschätzen kannst, weißt du? Jetzt mal kurz ein ernster Ton hier meinerseits. Ich sag dir, es ist ein toter Ronny Berger, scheiße fürs Image. Oh Mann, ey. Na, guck mal, die Frage ist ein bisschen. Wie tief ist das? Weil vielleicht ist das so tief, dass ich gar nicht so tief hintauchen kann und das rausdingsen kann. Ich bin jetzt kein geübter Schwimmer, würde ich sagen. Ich kann natürlich schwimmen, so. Ja, natürlich, ja. Aber ich meine, wenn ich jetzt hier 6 Meter tauchen muss, lass mich mal gucken. Also ich glaube, das Ding ist nicht tief. Also es muss natürlich ein paar Meter tief sein, damit hier ein Boot langfahren kann. Das ist hier glaube ich, nicht ganz am Boden. Pass auf, ich würde jetzt erstmal so eine kleine Session starten, oder? Einfach mal, jetzt sind wir so lange gelaufen, jetzt müssen wir auch mal jetzt, eine Runde... Jetzt, wir starten jetzt erstmal eine Runde. Erstmal ein bisschen angeln. Erstmal der Spaß, dann das Vergnügen, sag ich mal. So, ich muss aber kurz schon mal testen. Resonanz ist gut. Okay, jetzt will ich was sehen. Hau was raus. Warum ist es so schön bei euch? Bei mir regnet es nur, bei vielen regnet es. Oh, stark. Ja, da geht's rein, den ersten. Magnetfischen ist eine Date-Idee. Hast du mit deiner Süßen schon gemacht? Tatsächlich nicht, aber ich hab das auch noch nicht so lange. Ich glaube, die wäre da voll dabei. Oh, der geht rein! Erbschaften, die da irgendwo im Boden verwurzelt sind. Auf jeden Fall. Ronny, ich hab da ein Gefühl. Nix. Ich hab tatsächlich eine Idee, ne? Das ist krass. Ich hatte mich gerade umgezogen, stand so an meinem Schreibtisch, gucke ich in meinen Schrank der Wünsche. Ich habe so einen Schrank der Wünsche. Ja. Ein Regal der Wünsche eigentlich. Ja. Da steht so ein Megafon drin, da liegen Seile drin. Und dann gucke ich da rein und dann, was sehe ich da hinten in der Ecke drin? Eine Shisha? Was ist das? Das ist eine Wasserbombenschleuder. Digga, das ist ja ultra geil. Digga, geil, Ronny, komm, lass es machen. Ich mache den ersten Schuss. Oh, Ronny. Oh. Oh, der geht rein. Komm, weiter geht auch nicht. Wegen des Seils. Das geht doch nicht weiter. Aber es macht Spaß. Willst du auch mal schießen? Ich will auch mal gerne schießen. Oh, das ist dran! Das ist dran! Die Angelmeister! So eine Muffe. So ein Ding! Yes! Der erste Fang. Der erste Fang. Ein kleines Metallstückchen. Alter Ronny. Schmeckt sandig. Oh, noch mehr. Oh ja! Ich würde ja sagen, dass auch bald die Zeit reif ist, dass wir auf deinen Kanal gehen. Warte mal, ist das jetzt live auf meinem Kanal? Er ist live gegangen, der Banause. Funktioniert das jetzt? Wir gehen rüber. Wir sind auf der anderen Seite. So.
Jo, Ronny, ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden. Mir ist aufgefallen, dass du diesen Magneten gar nicht rausgeholt hast. Willst du das noch machen? Sorry, ist ein bisschen laut im Hintergrund. Ich bin gerade auf einer Hochzeit. Ich hab das ganz vergessen. Ich hab da nicht mehr dran gedacht, aber wird nachgeholt. Ganz kurz, Leute, ich habe nicht so viel Zeit. Ich trage nämlich nur eine Unterhose. Es sind irgendwie 8 Grad hier draußen. Ich danke euch fürs Zusehen. Außerdem danke ich allen Kanalmitgliedern, die hier aufgelistet sind. Vielen Dank euch. Schön, dass es euch gibt und dass ihr uns unterstützt bei diesem YouTube-Kanal hier. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ciao.